wieder für unsere Sprachfreunde und Germanisten unter uns. Gibt es eigentlich Germanisten unter uns? Bin ich alleine, oder? Scheiße. Okay, dann lasse ich den aus. Der Kaffeesatzleser heißt es. Das Lesen von Kaffeesätzen bereitet mir zusehends mehr Freude. Das liegt weniger am flüchtigen Aroma ihrer Konstruktion, als vielmehr an ihrer semantischen Vieldeutigkeit, ergo Tiefe und semiotischer Konsistenz. Zudem kann schon der gemeine Kaffeesatz stark und schwach oder irgendwas dazwischen sein, halbstark oder ganz schwach, trade oder fair, ein Faszinosum. Sogenannte Hauptsätze hingegen langweilen mich mit fortschreitendem Alter, ebenso der dem Hauptsatz verwandte, zumindest nahestehende Einsatz, der, wenn man Glück hat, eingerahmt wird von maximal zwei gut gemeinten Absätzen. Ich empfinde es als geradezu vulgär, eine Aussage mit einfachen Satzkonstruktionen, bestehend aus Subjekt, Prädikat, Objekt, durchdeklinieren zu wollen. Derlei interessiert mich nicht die Bohne. Ein Nebensatz oder gar ein sich durchs Auge ins Hirn mäandernder Schachtelsatz, geprägt von teutonisch strenger Grammatik, dessen Durchdringung übrigens ähnliche Mühen erfordert wie der eingangs beschriebene Kaffeesatz. Allein dieser Nebensatz also, dem es gleichwohl fehlt an einer ausgeprägten Duftnote, entbehrt nicht eines gewissen Reizes, zumal wenn er sich des arg vernachlässigten Plusquamperfektes oder eines kaum noch bemühten Futur 2 befleißigt haben wird. Gar kein schlechter Satz. Oder? Nochmal? Nein, damit ewig Zeit. Muss ich eh Sie ahnen schon, bei aller Opulenz. Einwände? Nee, nee, ich muss das eh nachlesen. Ja, du verstehst mich doch nicht. Das Kaffeesatzlesen entspannt mich, sodass ich mittlerweile dazu übergegangen bin, jeden Morgen zum Frühstück ein paar davon zu rezipieren. Das war anfangs nicht ganz leicht, zumal sich in den gängigen Druckerzeugnissen meiner Erfahrung nach kaum mehr ein ordentlich halbwegs gelungener Kaffeesatz finden lässt, was wahrscheinlich dem Zeitgeist, der Zielgruppe oder sonst wem auch immer geschuldet ist. Kein Wunder also, dass die hierfür verantwortlichen Verlage immer weniger Leser unter den Kaffeesatzbegeisterten finden, wenn sie sie schon gar nicht suchen. Wahrscheinlich brühen sie das Kaffeesatzkonstrukt so überhaupt noch auf kleiner, wenn nicht allzu kleinlicher Flamme, was wiederum seiner Bekömmlichkeit abträglich ist. Die Folgen sind hinlänglich bekannt, kalter Kaffee. Auch der zwischenzeitliche Versuch, zumindest einen irgendwie gelungenen Vorsatz hier und da unterzubringen und beizubehalten, scheint unter diesen Umständen grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, sodass fatale Folge, ein halbwegs gelungener Kaffeesatz, gar nicht gelingen kann. Ich bin deshalb dazu übergegangen, mir meinen Kaffeesatz selber zu machen. Das ist relativ aufwendig, zumal nicht mal bei Starbucks, geschweige denn McCafé, ein ordentlicher Fertig-Kaffeesatz zu haben ist. Aber wie gesagt, es entspannt mich. Es ist auch ein bisschen wie im trüben Fischen. Aber damit fange ich jetzt nicht auch noch an. Danke.